Das Ende des Jahres ist ja immer auch ein Zeitpunkt, zu dem man mal auf das vergangene Jahr zurückschaut. Und was meine Smartphone-Highlights 2019 waren, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Video losgeht. Nächste Woche kommt auch ein Video über die Top 5 Android-Smartphones, die nächstes Jahr rauskommen. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und auch alle anderen Videos nicht, die hier wöchentlich auf dem Kanal zum Thema Technik und Produktivität kommen, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Das würde mir wirklich eure Unterstützung zeigen und ich würde mich sehr darüber freuen. Also tut das doch gerne genau jetzt. Übrigens, alle Links zu den Smartphones in diesem Video sind auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber zu den besten Smartphones 2019. Fangen wir vielleicht mal direkt mit meinem absoluten Lieblingssmartphone 2019 an. Und das ist das OnePlus 7 Pro. Dass ich das Smartphone so hoch ansehe, liegt vor allem daran, dass es das Display-Design hat, auf das wir alle so lange gewartet haben. Das Display bedeckt die ganze Vorderseite, es gibt keine Notch und das haben wir so in der Kombination noch nicht gesehen. Es gab immer mal Geräte, die keine Stirn hatten, aber dafür ein riesiges Kinn oder Displays, die eine Notch hatten. Aber diese Perfektion, die wir im OnePlus 7 Pro haben, die gab es so vorher noch nicht. Denn zusätzlich haben wir ja sogar noch ein 90-Hertz-Display, was wir vorher auch noch nicht so gesehen haben. Und auch in allen anderen Aspekten war das Gerät ja krass gut, außer vielleicht in so Punkten wie der Kamera und Wasserfestigkeit hat auch noch gefehlt. Zudem muss man sagen, dass der Preis des Gerätes auch nicht mehr so OnePlus-typisch gering ist, aber im Vergleich zu anderen Flagship-Smartphones ist der Preis wirklich immer noch unschlagbar. Preislich noch stärker war dann aber das K20 Pro von Redmi, was im Sommer rausgekommen ist und was viele Leute gar nicht kennen. Dabei ist Redmi eine Untermarke von Xiaomi und das K20 Pro ist nahezu identisch zu dem Mi 9T. Das K20 Pro wurde nicht umsonst von Marcus Brownlee zum besten Smartphone nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis gekürt, denn was wir hier für 350 Euro bekommen, ist wirklich insane. Genauso wie beim OnePlus 7 Pro haben wir hier ein Display, was die ganze Vorderseite bedeckt. Ja, wir haben sogar einen Fingerabdrucksensor unterm Display, einen Klinkenanschluss und wirklich beeindruckende Specs. Sogar USB-C ist mit an Bord, was wir selbst bei Apple nicht haben. Lediglich die Kamera ist wirklich teilweise grausam. Zumindest die Selfies sind echt schlecht. Was die Hauptkamera angeht, da gehen die Fotos echt in Ordnung, aber die können jetzt nicht mit den Flagship-Smartphones anderer Hersteller mithalten. Allerdings ist das Beeindruckende an dem K20 Pro ja der Preis. Je nachdem, wo man guckt, zwischen 300 und 400 Euro. Und da muss man ganz klar sagen, wer nicht 1000 Euro für ein Smartphone ausgeben möchte, kann trotzdem mit dem Redmi K20 Pro Flagship-Feelings erreichen. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, da ist das Redmi K20 Pro also an der absoluten Spitze. Bleiben wir vielleicht mal bei Mittelklasse-Smartphones. Das Pixel 3a könnte man als Gegenstück zum Redmi K20 Pro bezeichnen. Kein wirklich beeindruckendes Display, gerade was das Design betrifft, aber da ist Google sowieso noch ein bisschen hinten dran. Aber dafür ist die Kamera absolut insane. Gut, wir haben nur einen Sensor, aber das ist dafür der gleiche wie im Pixel 3, dessen Kamera damals als die beste Kamera auf dem Markt bezeichnet wurde. Das heißt, wem es auf eine sehr gute Kamera ankommt, für den ist das Pixel 3a definitiv die richtige Wahl. Ich würde das jetzt aber eher nicht kaufen, denn das Pixel 4a wird wahrscheinlich auch schon bald rauskommen. Da kann man ja vielleicht noch mal abwarten, was Google da so noch bringt. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, über die iPhone zu sprechen, denn 2019 war echt ein starkes Jahr für Apple, was die Smartphones angeht. Es gab krasse Veränderungen bei den Pro-Modellen, gerade was die Kamera betrifft, und ich denke, man kann vielleicht sogar sagen, dass der Zusatz Pro vielleicht sogar gerechtfertigt ist. Viel spannender finde ich aber das iPhone 11, denn das ist sogar günstiger geworden im Vergleich zum iPhone 10R und tatsächlich hat Apple mal eine Entscheidung getroffen, die Nutzer erfreut hat, nämlich eine Weitwinkelkamera ins iPhone 11 einzubauen, anstatt einer Zoomlinse, wie Google es zum Beispiel gemacht hat. Ich denke, wenn Apple es andersrum gemacht hätte und die Weitwinkellinse nur im Pro-Modell eingebaut hätte, dann würde die Entscheidung für viele Leute schwieriger sein, welches Modell jetzt das richtige ist und ob der Aufpreis gerechtfertigt ist. Aber so wurde die Entscheidung für viele Leute so viel einfacher gemacht, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis des günstigeren Modells viel besser ist als das des Pro-Modells und man hier ohne ein schlechtes Gewissen zu haben gut zu dem iPhone 11 greifen kann. Das Ende macht jetzt aber das Galaxy Fold, was höchstwahrscheinlich als das Smartphone mit dem ersten faltbaren Display in die Geschichte eingehen wird.
Nicht viele Leute konnten das Gerät ausprobieren. Es hatte ja auch so seine Probleme am Anfang. Und außerdem ist das Smartphone super teuer. Also 2000 Euro gibt man nicht einfach so für ein Smartphone aus. Aber das Gerät ist ja auch kein Smartphone für die breite Masse. Der Preis wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass das Smartphone eine Speckbombe ist, sondern natürlich durch das faltbare Display. Das ist einfach revolutionär und war der Startschuss für eine ganze Reihe an faltbaren Smartphones, die noch kommen werden. So zum Beispiel das Moto Razr. So etwas Neues gab es lange nicht auf dem Smartphone-Markt und deswegen ist das Galaxy Fold mein Nummer 1 Smartphone-Highlight des Jahres 2019. Klar, es gibt natürlich noch andere Smartphones, die 2019 rausgekommen sind, auch sehr gute, wie zum Beispiel die anderen Galaxy-Smartphones, welches in meinen Augen sehr solide Smartphones sind, und auch das P30 Pro ist natürlich ein super Smartphone, aber das sind jetzt nicht Smartphones, die wirklich rausgestochen haben und Smartphone-Highlights waren. Aber an dieser Stelle würde mich auch einfach mal eure Meinung interessieren. Was waren für euch die Smartphone-Highlights 2019? Lasst mich eure Meinung doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es doch gerne mit einem Like und abonniert diesen Kanal, um auch in Zukunft die Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.